Aber ich glaube auch persönlich, dass in Amerika das jetzt nicht so krass ist, beziehungsweise in England. Na, also in den englischsprachigen Community-Teilen von YouTube. Ich denke, das ist nicht so krass. Aber hier in YouTube Deutschland ist, finde ich, ziemlich viel auf Gewinn ausgelegt. Na? Also ist wirklich so, beziehungsweise ist nicht auf Gewinn ausgelegt. What the fuck ist jetzt passiert? Warum sind da gerade so viele hier eingeloggt oder was weiß ich? Nein, bleib weg von mir. Genau. Mach einen, flankiere mich. Meine ich das nur, da haben die Flankier-Zombies und die Sprint-Zombies eine höhere Reichweite. Die haben eine höhere Reichweite, eindeutig. Beide down, der noch down. Danke. Mehr wollen wir gar nicht, denn wir versinken hier im Schinken. Warte mal, wie oft will ich diesen Spruch eigentlich noch bringen? Na egal, einmal geht noch. Wir versinken hier im Schinken. Boah. So. Ja, aber also es ist ziemlich krass so eine Konkurrenz. Das, also YouTube Deutschland, die Community hier. Das ist ziemlich viel mit Konkurrenz, muss man einfach sagen. Also es ist so, naja, man sieht ziemlich oft halt so Konkurrenzsachen. Na? Wenn es halt nur bei kleinen YouTubern hauptsächlich ist, aber da ist halt trotzdem, das ist so dieses nein, nein, ich mir. Das ich jetzt mir. Es ist ziemlich krass verbreitet, finde ich so. Oder gut, auch wenn viele es nicht direkt ernst meinen, aber die sind dann da so, na, wie viele Abonnenten hast du denn? Pusten dann auch auf ihren imaginären Ring so. Ja, tun dann noch so, als würden sie irgendwie ihre Fingernägel oder was weiß ich feilen. Na? Dann sagst du, ja, 144 und die dann, ja. Ich habe ja 130 Abonnenten. Aber deine sind vermutlich erkauft. Na? Meine ja nicht. Dann sagst du, nein, meine sind auch nicht erkauft. Und dann sagen die, ach so. Ist klar. Und ich heiße Kim Jong-un. Oder so eine Scheiße halt, ne? Also ich meine, das ist. Stimmt verstellen. Also da ist so ein Klassenkameraden meiner Klasse. Nicht der Dr. Klee, ne? Der Dr. Klee ist ein ganz korrekter. Also jetzt ohne Witz. Ne? Könnt ihr auch ruhig mal auf dem Kanal vorbeischauen, auf dem Dr. C 42. Oder mittlerweile nur noch Dr. C. Könnt ihr gut mal vorbeischauen. Hab ich nichts dagegen, können wir echt mal machen. Auf jeden Fall haben wir dann noch. Okay, ich verstehe meine Stimme nicht mehr. Das klingt ja bescheuert. Das klingt ja wie Mickey Mouse. Pluto! Yay, Pluto! Dann habe ich halt Schmerzen, danke. Nein, also wir haben da so einen Klasse. Das ist ein bisschen nervig. Auf jeden Fall, der hat wohl auch einen YouTube-Kanal und dann kommt der plötzlich bei uns in der Pause auf mich zu. Guck mal hier. Das sind die Mails, die ich von YouTube bekommen habe. Und die alle sind von einer Woche. Ich meine, 50 Mails oder so. Und ich so, super. Super doll. Doll, doll, super doll. Habe ich auch schon mal geschafft. Jetzt ohne Witz. Das hatte ich auch. Das war noch in meiner Blütezeit, meine Damen und Herren. Das war damals, da hatte ich ein Video für Lehrmann Let's Play, ne? Kennt der Lehrmann Let's Play? German Let's Play hochgeladen. Das war Let's Bomb German Let's Plays Welt. Es ist auch, glaube ich, mit eines meiner beliebtesten Videos. Also von den Likes und so und von den Kommentaren. Und dann wurde mir halt, ich glaube, ich wurde halt ein paar Mal abonniert, ne? Deswegen. Ich habe PNs bekommen. Und ich habe sau viele Kommentare, 34 Kommentare halt bekommen, beziehungsweise nicht so viele, irgendwie 25 oder so waren dann. Die sind jetzt natürlich in den letzten paar Monaten dann auch noch gestiegen. Aber da hatte ich auch eine Woche, beziehungsweise hatte ich innerhalb von 3 Tagen 50 Mails. War ich darauf stolz? Nein! Ich bin nicht zu irgendjemand anders hingegangen, der auch auf YouTube Videos macht. Habe gesagt, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ah, ich krieg 50 Mails in der Woche. Guck mal. Ah. Was habe ich denn gemacht?
Das hab ich einfach nicht gemacht. Wie komme ich denn da drauf? Dass ich mich da aufbluste, wie so ein Papagei, weißt du? Und dann so sag so, oh ja, guck mal hier. Ich habe 50 E-Mails. Meine Fresse. Das bringt doch nichts. Weißt du? Naja. Und ich bin immer noch froh, dass ich den Kanal von dem noch nicht gefunden habe, ganz ehrlich. Ich habe mal einmal kurz gesucht oder so und danach habe ich auch schon wieder aufgehört, weil ich ganz froh bin, dass ich den Kanal nicht finde. So. Ich werde jetzt aber nicht mehr dazu sagen. Guck mal. Ich habe 50 Mails in der Woche. Soll ich mal was sagen? Auf meinem anderen E-Mail-Account habe ich 600 Mails, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich mit dem Scheiß Lesen nicht hinterherkomme. Meine Fresse. Gut, ich war da aber auch auf dem anderen E-Mail-Account, war ich leider nicht mehr drauf. Und das sind keine YouTube-Mails. Das sind halt von verschiedenen Bullshit-Sachen. Ich mich mal angemeldet, da war auch eine Menge Facebook. Ich kann ja mal kurz einfach gucken, von wem. Ja, iTunes. Schickt mir dann halt immer wieder mal Mails. My Video, wo ich halt auch vertreten war damals. Ach ja, die Segler, das so. Dann verschiedenste Sachen halt, mixed.de, Browser Games, eine Menge Facebook, wie gesagt, iTunes, Browser Games, Apple, My Video, dann verschiedenste Sachen noch, jetzt mittlerweile dann auch noch, The Dings, ne, wisst ihr Bescheid, der Kickstarter, glaube ich, habe ich darüber noch laufen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt darüber läuft oder über Mr. F5, über meine andere E-Mail-Adresse, die ich nicht unbedingt hier im Internet rumposaunen sollte. Steht übrigens kein Mr. I554 dran. Ich meine, das wäre ja ziemlich fatal, wenn Mr. I5L. Ich bis der F54 eine E-Mail schreibe. Nein, das ist so gesehen, das ist eine Business-E-Mail, könnte man sagen. Die habe ich auch, glaube ich, für eine Bewerbung, für ein Praktikum genommen. Also ist, so gesehen, mein realer Name, könnte man sagen. Und den wisst ihr natürlich nicht. Und wisst ihr, was das ist? Das ist fatal. Fatal. Total ist das. So. Boah, ich dachte gerade schon, da wäre ein Spieler, der Zombie, der da gerade läuft. Ich wollte gerade schon lachen. Weil wäre ja schon ein toller Zufall gewesen. Ich glaube, ich hätte dann sogar geschossen. Muss ich persönlich sagen. No. Aber jetzt erstmal nicht. Ja. Jetzt bin ich hier von Schleichwerbung und so weiter auf das Thema gekommen. Das ist auch schön. Ich liebe das, wenn man in so einem Redefluss ist. Das ist schön. Macht einem Spaß. Wo kann man denn noch drauf kommen? Ja, wie gesagt, also Konkurrenzkampf einfach. Der ist momentan, finde ich, ziemlich krass verbreitet. Das ist echt, ist manchen Teilen echt übel. Und wenn es nur so kleine Streitigkeiten sind. Ich finde das schlimm. Wie gesagt, oder auf wenn jetzt, was weiß ich, halt, ne, ich weiß es gerade echt nicht, was kann ich jetzt als Beispiel noch nehmen? Es gibt halt so ein paar Beispiele einfach, die man nehmen könnte, aber die sind halt nicht, ja, die sind halt jetzt gerade meiner Meinung nach nicht so wichtig, dass man die nennen könnte. Das sind halt einfach kleine Streitigkeiten von irgendwelchen auch öfters kleineren YouTubern. Weil größere YouTuber haben mittlerweile, denke ich mal, auch ziemlich krass gelernt, dass man nicht unbedingt das dann im Internet rumposaunen sollte, weil das gibt echt, das ist nicht schön. Das ist für beide Personen nicht schön, weil die eine wird dann, also wenn die eine irgendwie, wenn man Stress halt im Internet so gesehen macht, und das öffentlich als größere Person, dann kriegt man nämlich von seinen Fans eventuell einen über die Rübe, von den Fans des anderen einen über die Rübe und der andere kriegt auch dann halt nochmal so gesehen von den eigenen Fans, aber auch dann halt gleichzeitig von den anderen Fans.
ein über die Rübe. Das ist so, ja, das ist so ein Hin und Her, könnte man schon fast sagen. Ne? Aber trotzdem halt, sie kriegen was über die Rübe und ich glaube, das wollen die halt immer vermeiden. Darum ist es besser halt auch, wenn man einfach dann Klappe hält, sagt, da gibt es momentan vielleicht ein paar Spannungen zwischen uns, wir sind dann dazu ganz einer Meinung, wenn man halt beispielsweise ein Let's Play Together oder so hat und dann halt nicht ja, mehr in der Lage ist, zusammen aufzunehmen, ohne sich verfauchen, ne? Dann sollte man halt sagen, ja, da klappt momentan was nicht zwischen uns beiden, wir, die Harmonie ist zerstört, unser Leben ist kaputt, ne? Aber mehr sollte man nicht sagen. Man sollte jetzt nicht irgendwie die Schuld auf den einen schieben oder sagen, och, du bist ein Arschloch und deshalb mache ich dieses Video, weil du so ein Arschloch bist und meine Fans das unbedingt wissen müsse. Ne? Das ist halt auch, muss ja nicht sein. Das sind halt auch manchmal so echt Konkurrenzkämpfe. Ne? Oder die Leute, die ein komplettes Let's Play, also die wirklich, die halt sagen, ey, ich mache jetzt, ich kaufe mir jetzt dieses Spiel, das released übermorgen. Also ich bestell's es mir vor. Und dann zocke ich das an einem Tag durch. Nimm das alles auf, lad das am nächsten Tag dann alles hoch. Dann bin ich der Erste, der dieses Spiel durch hat. Warum? Warum musst du dieses Spiel so schnell durchzocken? Genieß es doch. Genieß es doch, dann hast du doch Spaß. Na, wie gesagt, ich meinte das jetzt hier auch. Mit meinen mehr Videos meinte ich jetzt auch eher als Spaß, also dadurch, dass der eine Typ da mehr Videos als ich habe. Ne? Ich meine halt, wie gesagt, eher halt als Spaß, weil ich mache jetzt mehr Videos, weil ich momentan sau viel Lust auf dieses Spiel habe. Das kann in 2 Wochen, kann das schon wieder anders aussehen. Na, und was machen wir gerade, einen Hilferuf erhalten? Ein Hilferuf. Hilferuf weg. Okay. Vielleicht stand da auch gerade das. Nee, das ist nicht. Kein Call for Help. Achso, doch. Camper in Police. Finde ich den besser. Aber die sind alle zu weit weg. Warum sprinten die? Warum? What the fuck?